Nils, für euch geht es erst am Montag weiter. Hilft euch diese zusätzliche Trainingszeit in der aktuellen Phase? Ich meine, wir sind am Ende der Saison und ich glaube, da braucht man jetzt im Ausdauerbereich nicht mehr viel machen. Man muss eher die Frische halten. Also ich bräuchte jetzt nicht so eine lange Woche, weil es schon extrem lang ist, natürlich von Samstag auf Montag. Aber dann haben wir viel Regenerationszeit und sind hoffentlich frischer am Montag. Bei dir persönlich war es zuletzt auffällig, dass du immer wieder verschiedene Positionen spielst, Innenverteidiger, Sechser, teilweise auch ein Stück davor. Fällt dir das schwer, dich immer wieder umgewöhnen zu müssen? Also ich habe über die letzten Jahre immer wieder sowohl Innenverteidigung als auch Mittelfeld gespielt. Von daher ist das kein Problem. Natürlich ist es immer ein bisschen eine Umstellung, ob man jetzt gegen Stoßstürmer vorne spielt oder gegen Spielmacher im Mittelfeld. Aber ich denke, da stellt man sich dann schon vorher drauf ein und wenn man auf dem Platz ist, dann ist das kein Problem mehr. Wenn du die Wahl hast, wo spielst du am liebsten oder was kommt vielleicht auch deinen Stärken am meisten zugute? Welche Position? Auf der 6. Alles klar. Auf der 6 fehlt euch jetzt mit Bernd Nerich leider ein extrem wichtiger Mann im Saisonendspurt. Wie kann man seinen Ausfall kompensieren? Ich glaube, dass man so Ausfälle nie 1:1 ersetzen kann, sondern dass man versucht, das als Mannschaft aufzufangen. Bernd ist halt nicht nur von dem spielerischen her ein wichtiger Mann für uns, sondern auch vom Charakter. Versucht uns immer wieder mitzunehmen und da muss jetzt jeder eine Schippe mehr geben. Dann nochmal zu dir. Das ist deine erste Profistation hier. Jetzt, wenn du die letzten 4 Monate, sind es jetzt knapp, zurückblickst, was sind so die größten Unterschiede zur Regionalliga, wo du zuvor gespielt hast? Ja, natürlich die Stimmung und die Zuschauer hier, aber da ist Braunschweig sicherlich auch außergewöhnlich unter den Drittligisten. Ja, ich meine, von den Trainingseinheiten ist es von der Intensität her gar nicht so ein großer Unterschied. Auch in der Regionalliga muss man natürlich fit sein, um 90 Minuten spielen zu können. Das Niveau ist halt einfach etwas besser in der Mannschaft. Also den Ligaunterschied merkt man dann schon. Im Training, da ist keiner, der abfällt. Alle sind technisch gut, alle haben taktisch was drauf. Da ist der Ligaunterschied schon zu spüren. Wir haben uns auch schon oft über dein Jurastudium unterhalten. Deswegen nur noch eine kurze Frage dazu. Wie lässt sich das im Moment so unter einen Hut bringen mit dem Fußball? Also es waren ja glücklicherweise Semesterferien. Jetzt hat es am Anfang April wieder angefangen. Ich mache das so, dass ich einen Kumpel habe in der Uni, der schickt mir seine Zusammenfassung und hält mich da auf dem Laufenden. Außerdem stellen die Professoren immer wieder Skripte ins Internet und dann versuche ich das quasi mal eine Woche später nachzuarbeiten mit den Notizen. Im Moment funktioniert es, aber ob es wirklich funktioniert, sieht man dann erst am Ende des Semesters, wenn die Klausuren kommen. Okay, dann nochmal zurück zum Geschehen auf dem Platz. Gegen Groß Asbach habt ihr jetzt am Wochenende lange das Spiel gemacht, am Ende trotzdem nur einen Punkt. Was waren für dich die Gründe dafür, dass es nur zum 1:1 gereicht hat? Also ich glaube, dass der größte Punkt die Chancenverwertung ist, weil ich meine, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit Groß Asbach vollkommen bestimmt. Die waren eigentlich chancenlos. Wir haben viel Ballbesitz, aber nicht nur ungefährlichen Ballbesitz hinten drin, sondern sind auch nach vorne gekommen ins letzte Drittel in den 16er. Und da hat dann irgendwie so dieser letzte Tick gefehlt, den Ball richtig zu treffen oder die richtige Entscheidung zu treffen. Und das müssen wir besser machen, wenn wir Spiele gewinnen wollen. Lässt sich das irgendwie trainieren? Was kann man da machen im Training, dass man vielleicht im Abschluss das Quäntchen mehr zwingend wird? Also natürlich kann man den Torabschluss an sich trainieren, die Technik. Aber es ist im Spiel natürlich immer eine andere Situation. Das kann man, glaube ich, in keinem Training wirklich nachstellen. Ich meine, auch 11 gegen 11 spielen hilft natürlich, weil man dann dem Spiel am nächsten kommt. Das sind, denke ich, die einzigen Möglichkeiten. Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, das ist jetzt am Montag gegen Uerdingen. Sie haben extrem viel Bundesliga-Erfahrung in Ihren Reihen. Trotzdem läuft es gerade in der Rückrunde auch bei Ihnen nicht rund. Ist das vielleicht auch ein Zeichen für die Stärke der Liga, dass man selbst mit so einem Kader schwer hat zu bestehen? Ja, ich glaube, dass gerade in der dritten Liga das Niveau sehr ausgeglichen ist. Und dass es dann vielleicht nicht mal darauf ankommt, wer hat die ein, zwei Einzelspieler, die vielleicht etwas besser sind als die anderen, sondern es kommt darauf an, dass du als Mannschaft geschlossen auftrittst, dass jeder 100% gibt. Und da ist es, glaube ich, egal, ob eine Mannschaft schon 200, 400 oder gar keine Bundesligaspiele hat. Wenn die Geschlossenheit nicht da ist, dann hat man in der Liga keine Chance. Dann, was erwartest du da für ein Spiel in Duisburg jetzt am Montagabend gegen Uerdingen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Wir mit der Gegnervorbereitung fangen wir jetzt Samstag und Sonntag an, uns die Videos von Uerdingen anzugucken. Im Moment konzentrieren wir uns noch auf uns selber. Aber ich für mich habe immer den Anspruch, dass wir auch am Spiel ganz klar teilnehmen, dass wir uns nicht nur hinten reinstellen und mauern, dass wir mitspielen wollen, wie auch hier in den Heimspielen zeigen wollen, dass wir Fußball spielen können und dann die Chancen nutzen. Alles klar, dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Danke. Dankeschön.